had to use one of them. There's only one left. It's fine. It was foolish thinking I could escape. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Casualty here. Hey, I think she was. What the hell you boys up to? That's her, all right. Zoe Baker. She's still breathing. Call in HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Whoa! Stop! Stop! Oh my goodness, Zoe. What the hell do they do to you? Listen to me. We're here to help. No, I don't believe you, boy. Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here? Tell me, where'd they come from? It's not what you think. You don't understand. Well, I don't understand. You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you aiming to kill my family. Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying, and we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it, for I feed you two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? They took it to an old shack, not too far from here. It's there. I swear. Und damit willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 7. Wir sind jetzt im DLC The End of Zoe. Hier sieht es echt super aus. Der hat die also hier hingebracht und ihn entführt. Und wo ist der zweite? Ich weiß es nicht. Und hier ist Zoe tatsächlich. Wir haben es ja gesehen. Leider war die Entscheidung damals, die fiel mir wirklich schwer, mich zu entscheiden. Das, was ich heute gesehen habe, war kein Alligator. Ich war draußen, die Schnüre überprüfen, als ich gesehen habe, dass einer angebissen hat. Also habe ich ihn hochgezogen. Stattdessen war es irgendein schlammüberzogenes, Gott weiß ich. Mit riesigen Zähnen und Klauen. Wollte mich schnappen, aber ich habe dem Arsch eins in die Fresse gegeben, bevor er das konnte.
Hätte nie gedacht, dass ich sowas mit eigenen Augen sehen würde. Muss die verdammte Regierung sein, die geheimen Experimente an Menschen und Tieren durchführt. Kein Zweifel. Das erklärt auch diesen Hubschrauber, der hier in letzter Zeit herumfliegt. Ja, wir spielen jetzt also den Bruder von Mr. Baker. Und der will natürlich Zoe retten, ist ja schließlich seine Nichte. Und jetzt müssen wir zu einer Hütte, die nicht allzu weit weg ist. Wir haben nur unsere Fäuste. Waffentechnisch noch gar nichts. Hätte er ihm nicht die Waffe wegnehmen können? Das wäre schön gewesen. Naja. Flüssige Chemikalien. Wir haben hier also wieder... Joe heißt der Gute. Okay. Die lesen wir uns einmal kurz durch. Wir haben also wieder... Wir können wieder craften. Joe Baker heißt der Typ. Okay. So bringt man die Dinger um. Erstens, deren Köpfe sind zäh, aber die Köpfe sind weich. Schlag die. Zweitens, lande so viele Schläge wie möglich. Links, rechts, mit einigen schnellen Rechten geht gut. Rechts, links, rechts und dann eine starke Linke sorgt für K.O. Ja, raste direkt aus. Ihre Köpfe lassen sich leicht zerstampfen, wenn sie umfallen. Geh in die Hocke und schleich dich von hinten an sie dran, wenn sie nicht herschauen, um sie leicht zu erledigen. Meine Güte, der schreibt ja echt komisch. Moment, ich will hier noch einmal kurz reingucken. Gibt's hier noch irgendwas? LCS. Okay. Ich würde sagen, das Buch brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können einmal speichern. Neue Speicherdatei. Das Ganze ist natürlich jetzt wieder blind, wie der letzte DLC und der DLC davor auch. Es kommt jetzt wieder viel Horror. Aber das, was hier nachkommt, wird auch wieder lustig. Es ist nicht so horrormäßig, aber es ist auch horrormäßig. Ich frage mich halt, wie er nicht gemerkt hat, dass aus seiner Familie das geworden ist, was aus denen geworden ist. Die scheinen ja länger so gewesen zu sein. Und das hier scheint ja erst praktisch danach gewesen zu sein. Genau. Lol. Mit einer Made und Chemikalien kann man Arzneimittel herstellen. Okay. Irgendwie lustig. Ist mal was Neues, ein neues Kampfsystem. Ist da was? Nö. Aber irgendwie auch ein bisschen komisch. 100 Füßler, Alter, wir müssen jetzt mit so ganz komischen Viechern arbeiten. Ich hoffe, man hört die PlayStation übrigens immer noch nicht. Die ist immer noch so laut. Wir spielen halt immer noch an der PlayStation. Sehr lustig auf jeden Fall. Ich kann ja mal versuchen, mich irgendwie ranzuschleichen. Okay. Ob die Kommentare hier jetzt nötig sind, bezweifle ich. Hallo. Okay, das ist bisher schon sehr interessant, aber die sind hier halt auch bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier wirklich wohnt, aber es sieht tatsächlich stark danach aus, als würde der hier auch wohnen. Hier steht einfach so ein LKW. Wie schön. Oder ist es ein Müllwagen? Sieht eher aus wie ein Müllwagen, aber es könnte auch so ein LKW sein. Na gut. Einfach so die Tür einschlagen. Wer kennt's nicht? Mach ich immer genauso. Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jede im Inventar erhöht sie ihre Angriffskraft um 1%. Ach so. Okay. Auch lustig, wie er diese Viecher einfach so zu, also mit dem Getier zusammenfasst. Und einfach so Steine umrollen. Ja, moin. Das wollte ich mir auch abgewöhnen.
Das sage ich andauernd, aber es ist einfach so schwer, wenn man das so in seinen normalen... In sein normales Gespräch so einbaut und dann auf einmal... Hallo! Genau. What the? Wenn man das da so einbaut in seine normalen Konversationen und das dann wieder sich abzugewöhnen, ist nicht gerade einfach. Jesus Christ. Hallo. So, Schwester, du stirbst jetzt. Okay, ich glaube, nein, der ist noch nicht tot. Noch was? Probier es nicht nochmal. Hier raus komme ich doch auch nicht mehr, oder? Hallo? So, komm mal her. Nein. Das glaube ich ja wohl nicht. Die Frage ist halt jetzt, komme ich jetzt irgendwo anders lang oder eher nicht? Wir können uns da drin ja noch einmal kurz umgucken, es sei denn, ist es jetzt zu? Nö, ist es nicht. Ne, hier gibt es nichts mehr. Ich kann auch nicht die Scheibe einschlagen, leider. Das heißt, es bringt uns tatsächlich nichts. Wir müssen irgendwo anders hin. Hallo? Hier leuchtet halt jetzt auch das Licht so auffällig. Moment, was habe ich da eigentlich jetzt? Ach, das ist schon das Heilmittel. Sollte Zoe heilen. Okay, dann rennen wir mal besser ganz schnell dahin. Das ist da schon, okay. Oh, ja, super. No, 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 no. Das sieht ja super aus. Der Typ scheint weg zu sein. Der hat halt auch ein Messer. Wieso können wir das Messer nicht benutzen? It wasn't full, was it? It won't be enough. She needs a full dose to heal completely. Der Typ ist doch noch da. There's more at our base. Just untie me, and I'll take you there. Please. What base? Tschüss. Gott, ich hoffe echt, dass wir die retten können. Ansonsten wäre das echt traurig. Ja, hallo. Bitte gehen Sie weg. Wenn wir durch das Feuer laufen? Nee, eher nicht so. Die Frage ist halt jetzt, wohin, wenn wir hier nicht durchlaufen können. Ja, durchs Wasser. Ja, genau. Schnell hier weg. Da ist nur so ein komisches Vieh im Wasser. Pff, easy. Chill ruhig noch eine Runde. Mach ganz langsam. Alles gut. Okay. It's okay now, Zoe. Da steht das Vieh ja noch. Tschüss. Have a nice day. God. Okay, das war komisch. Aber das war es ja noch nicht. Zoe ist ja noch nicht geheilt. Also da kommt noch was. Anscheinend wurde der Typ jetzt gefressen. Soldier Boy said the meds were at some kind of base. Ja, hättest du den mal mitgenommen? Well,
hell did this wall come from? Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. Oh nein, das kann doch nichts werden. Don't you worry, Zoe. Just a little further. Wahrscheinlich gehen wir jetzt weg und dann wird das Boot hinter uns auch noch weggefressen. Wer kennt es nicht? Das mit der Mauer ist schon lustig. Die haben jetzt einfach wahrscheinlich innerhalb von so einer Stunde so eine Mauer reingehauen. Damit niemand mehr zum Baker-Anwesen kommt. Was irgendwie natürlich auch schlau ist, aber irgendwie auch mega komisch. Das hier sieht nach einer Base aus. Muss ich jetzt aufpassen, dass der mich nicht frisst? Fressen die nicht nur Menschen, wenn die sich bedroht fühlen? Oder wenn sie Hunger haben? Nein, bitte komm jetzt nicht hierher. Okay, you'll be safe here. Okay, hier gibt's auch noch ein neues Dings, ein neues Schiff. Ich nehme auch schon wieder zur besten Zeit einfach auf, wieder richtig früh. Kappa. Komm ich hier raus? Von der anderen Seite verschlossen, ja super. Dann speichern wir hier erstmal. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal einiges geschafft. Ne, da kommen wir nicht so easy durch. Da können wir nur hoffen, dass die Tür auf ist. Sieht gut aus. Oh fuck. Das Camp wurde wohl auch überrannt. Hier gibt's wohl nichts mehr. Nicht so gut. Hallo! Der hat mich halt auch einfach nicht gesehen, so richtig stumpf eigentlich. Hier ist doch irgendwo noch einer, ich höre den ja schon. Made, ja super. Ach, fick dich. Stirb! Mann, als ob. Als ob der mich einfach so dreimal hittet und dann bin ich tot. Als ob. Das war ja cringy. Diese Typen könnte ich theoretisch jetzt aufs Thumbnail packen. Irgendwie finde ich das manchmal ganz cool, wenn man immer so Charaktere aufs Thumbnail packt. Aber ganz ehrlich, irgendwie sieht man dann einfach nichts mehr vom restlichen Bild. Und das finde ich immer so komisch. Ich meine, manche Leute kriegen das echt schön hin, aber trotzdem, ich finde das dann immer komisch, wenn man nichts vom Rest vom Bild sieht. Genau. So. Ich warte hier mal kurz. Hoffentlich sieht er mich nicht. Tschüss. Kannst du es vielleicht einfach mal schlagen? Ja, er schlägt es halt auch einfach nicht, ne? Er schlägt einfach nicht drauf. Soll ich nur wegrennen oder wie sieht's aus? Er schlägt nicht auf das Vieh drauf. Ich krieg zu viel. Mhm.
Okay, gut, ich würde aber auch sagen, wir setzen jetzt einfach mal den ersten Cut. Und in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, das Lager zu säubern. Bis dahin.